Ich lebe in einem Land, das ist sehr grotesk und ziemlich abgefahren. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du schon mal da warst, in Absurdistan. Es ist nicht schwer, hier rein zu geraten, zumindest nicht für Leute wie mich. Und was hier abgeht, hast du es nicht erlebt, ich schwöre, du glaubst es nicht. Zum Beispiel finden wir eine Schule wichtig, in die keiner gerne geht. Und in der man kontinuierlich verlernt, wie das Lernen geht. Kinder, die dann nichts mehr lernen, kommen in ein Hospital. Gesund heißt hier beschulbar und die schärfsten Drogen gibt's legal. Absurdistan, Absurdistan, du bist ein Rätsel mir. Tote Katzen rühren uns zu Tränen, doch Gesichtswurst kaufen wir. FKK ist peinlich, Silikontitten nicht und Fitnessstudio finden wir gesund. Und die Liebe, die mein Kind nicht kriegt, kriegt dann der Schäferhund. Was Arbeit angeht, haben wir in diesem Land eine sehr spezielle Kultur. Was du machst, ist scheißegal, heißt es denn Arbeit nur. Ohne Fleiß gibt es keinen Preis, so ist's uns beigebracht. Drum ist es hier ein Kann und kein Muss, dass dir dein Job Freude macht. Freude? Zwar gibt's hier auch Freudenhäuser, doch ist die Freude dabei marginal. Doch statt Freude zur Bedingung zu machen, machen wir lieber Sex illegal. Sex, das heißt hier rein und raus, und Liebe heißt Besitz. Emotionen sind Privatsache und Gefühle sind Kitsch. Absurdistan, Absurdistan, du bist ein Rätsel mir. Tote Katzen rühren uns zu Tränen, doch Gesichtswurst kaufen wir. FKK ist peinlich, Silikontitten nicht und Fitnessstudio finden wir gesund. Und die Liebe, die mein Kind nicht kriegt, kriegt dann der Schäferhund. Absurdistan, Absurdistan, du bist ein Phänomen. Ein Land, in dem Leute glauben, man könne sich in einem Notenspiegel sehen. Absurdistan, Absurdistan, du bist ein Phänomen. Ein Land, in dem die Leute glauben, man könne sich in einem Notenspiegel sehen. Doch eine Sache gibt's, die mich eigentlich blamiert. In dieses ganze Schauspiel bin auch ich involviert. Meine Krankenkasse heißt noch immer AOK. Mein Geld hab ich bei einer Bank, die ich gar nicht mag. Drum wander ich jetzt aus und gründ ein eigenes Land. Geführt von einer Doppelspitze aus Herz und Verstand. Außenminister sind Humor und Empathie, denn die sind Fachleute für Diplomatie. In mein Land kann jeder rein, der an die Liebe glaubt. Doch Gesichtswurst ist verboten hier. Und Haschisch.